wieder im späteren Verlauf, aber wir haben jetzt hier erstmal direkt in dieser zweiten Runde den Eco-Push von Osnard drücken. Die versuchen es hier über A-Rab, aber die werden einfach von Revolution komplett aufgeräumt. Ja, Miju hat noch was dagegen einzuwenden. Kann zumindest wieder die Anzahl ausgleichen. Aber jetzt kommen noch die Smokes. Und dieser Tempo-Switch überrascht hier vielleicht auch ein bisschen Osnard. Aber wer auch noch überrascht könnte, ist Baum. Aber Revolution kann ihn spotten. Es guckt ein bisschen da von dem Fuß, von dem Arm aus der Smoke raus. Keine schlechte Nate hier von Tablela aus dem Connector. Macht zwei Spielern Schaden. Er kriegt auch noch mal ein bisschen Damage durch die Smoke damit einem Shot. Und bringt zumindest den HP-Vorteil so für sein Team. Und er macht jetzt auch noch den Kill durch die Kiste hier. Also Tablele geht wild, aber wird jetzt von Revolution getradet. Jetzt kommt hier dieser Double-Push aus City raus. Es ist nur noch Chris gegen Engmar und Miju. Und Chris versucht es hier, ist hinter Triple. Aber wenn es einer machen kann, dann natürlich Chris. Es ist bislang der stärkste Spieler hier auf dem Server und natürlich auch für sein Team. Und wird erstmal vorbeigeschickt. Sie haben ihn noch nicht registriert. Jetzt kommt er hier um die Ecke, macht den ersten und macht auch den zweiten Chris. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen hier reinballern. Tablele und Baum sind auf jeden Fall gefragt hier. Und es wird aber schon wieder sehr schnell gespielt. Diesmal über den Palace. Man hat auch zwei Leute an der Rampe aufgestellt, um den möglichen Rampe-Push diesmal zu stoppen. Und die sind schon beide gefallen. Es ist nur noch Chris hier aus Jungle. Aber die beiden A-Spieler sind down. Trotzdem, Another und Miju haben auch schon wieder sehr, sehr viel Schaden bekommen. Also die HP sieht auch nicht gut aus. Miju ist der Letzte. Wie machst du das? Morthy nimmt jetzt hier schon den ersten Spieler raus. Aber es kommt auch der Trade dann vom Baum. Und außer drückt, ist hier natürlich viel besser aufgestellt. Da Tornado einfach kein Map eingenommen hat und nicht rotieren kann. Zack, beide Spieler rausgenommen. B-Side ist clear. Aber Chris hier mit dem Double-Kill durch die Smoke muss hier zaubern. Und bringt damit sein Team nochmal ins Gespräch für diese sechste Runde. Also du, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass das so geplant war. Natürlich straight dadurch, du kannst die Angles wissen, du kannst auch genau wissen, wo Miju da hängt. Wirklich schön am Jiggle Peak, Inava auch mittlerweile bekannt. Jetzt heißt es ein bisschen, ja, do or die. Arturo holt die Kills oder wir müssen die nächste Runde gucken, wie wir irgendwie einen Beistand bekommen. Und Inava, der weiß ganz klar, pusht hier einfach gegen, holt sich drei. Man möchte hier sich schnell Richtung B bewegen. Nados halten sich lange auf, Osnabrück aber mit dem Triple Stack durch die Smoke, pusht man durch, hat dafür Tablette gar keinen Respekt, auch Miju wird hier einfach so weggepusht. Auf der Side stehen würde zwar noch Engmar, aber der ist auch schon so weit weg, dass der letzte ist, der übrig bleibt. Was? Engmar? Nein! Was? Nein. Schneeglaus hat den Backstep. Schneeglaus hat Engmar. Also, ich habe Fragen um Fragen hier gerade. Er hat die Bombe. Engmar hat aber einen Weed. Engmar hat einen Pack-Weed. Er hat auch den Engel-Headshot. Oh mein Gott!